Hallo zusammen! Ihr habt euch ja gewünscht, dass ich auf meinem Kanal auch ein paar Halloween-Looks zeige. Den Look habe ich gerade im Live geschminkt und ich möchte euch einfach mal zeigen, wie aus so einem schnöden Alltagslook bzw. doch eher auffälligen Alltagslooks ein wunderschöner Halloween-Look wird. Ich denke mal, das wird so in die Richtung Scarecrow, also Vogelscheuche oder aber auch Pumpkin gehen. Bleibt dran und dann seht ihr meine Verwandlung. Ich schmink sie mit euch nämlich gemeinsam. Ich nehme meinen Spiegel zur Hand und als erstes machen wir die Nase. Da die wird so ein bisschen orange gemacht. Gehen wir doch einfach nochmal in die Puerto Rico Palette von BH Cosmetics. Ihr könnt aber auch jede Palette nehmen, wo irgendwo ein Orangeton drin ist. Es ist eigentlich vollkommen egal. Ich gehe zuerst in den helleren Orange und dann ein wenig in den dunklen Orange, um ein bisschen Dimensionen zu schaffen. Ganz einfach einen Pinsel, den habe ich gerade auch schon benutzt, deswegen ist da schon orange dran. Und fange an, meine Nase oranger zu machen. Muss auch nicht hundertprozentig genau sein, denn wir werden sie gleich umranden. Nur, dass man so ein bisschen schon mal die Form vorgegeben hat. Meine Nase ist dick, da passt genug drauf, also kann man das mal machen. Die Lippen werden gleich auch noch anders. So. Das ist schon mal der erste Orangeton. Relativ knallig. Und jetzt gehe ich noch mal mit einem anderen, der ist noch nicht benutzt, in den dunkleren Orange und werde mir den so ein bisschen an die Außenkanten setzen, um ein paar Dimensionen zu schaffen. Ja, mit dem Spiegel muss ich manchmal noch ein wenig üben und aufpassen. Aber vielleicht kommt auch bald die Abhilfe. Ja. Ich sag ja schon, muss nicht so ganz so genau sein. Wir verbinden das nochmal ein bisschen. Vielleicht hätte ich mir auch einen kleinen runden Pinsel nehmen sollen. So. Den mache ich mal kurz sauber. Wir nehmen einfach einen kleineren Pinsel. Damit kriegt man nämlich die genaueren Kanten hin, beziehungsweise die genaueren Umrandungen. Es müssen aber auch nicht unbedingt zwei Orangetöne sein. Man kann genauso gut auch mit einem Orangeton arbeiten. Ich dachte mir einfach nur, ich gebe diesem Look ein bisschen mehr Dimensionen. Gehe ich mit dem gleichen kleinen Pinsel nochmal in den helleren Orange rein. Das kann auch ruhig ein bisschen fleckig werden. Das kommt nicht so ganz so drauf an. Denn Lidschatten ist ja nicht dafür gedacht, um sich den auf der Nase aufzutragen. Aber ich glaube, das sieht schon mal gar nicht mal schlecht aus. So. Auf den Wangen, über den alten Blush, gebe ich mir den hellen. Der ist auch schon benutzt. Ist aber alles nicht schlimm. Kommt der nochmal orange drüber, sodass ich damit so ein bisschen eine Einheit erstelle zwischen Nase und Wangenknochen. Nehme auch ruhig recht viel, denn es soll ja ein auffälliges Make-up werden. So, hat ein bisschen was vom Clowns-Make-up, aber es wird. Es muss ja auch nicht immer gruselig und böse werden, sondern kann ja auch ein bisschen in die freundliche Richtung gehen. Halloween ist ja nicht immer böse. Und man will ja seine eigenen Kinder auch nicht direkt erschrecken. So. Dim-dim-dim-dim-dim-dim. So, und jetzt gehe ich nochmal, um ein bisschen mehr, wie heißt das, Dimensionen reinzukriegen. Wenn ich es denn finde, habe ich es versteckt, dahinter natürlich, hinter meiner Kaffeetasse von gerade. Das ist nämlich der Highlighter, den ich gerade versucht habe, über meine Augen aufzutragen. Hat übrigens nicht geklappt, das ist der von She Glam in der Farbe, haben wir eine? Solar Flare. Der ist derjenige mit einem orangenen, von Gold zu orangenen Shift. Funktioniert aber nicht auf den Augen so gut, der ist nicht so direkt runtergetrocknet.
Nur mal eine kleine Info. Ich nehme den mir jetzt einfach auf dem Pinsel so ein bisschen auf. Ist auch egal, wenn der am Applikator ein bisschen bunt wird. Und trage den mir ein bisschen als Highlighterpunkt auf. Der ist nämlich auch wunderschön orange. Macht einen tollen Schimmer. Und wenn man schnell genug ist, macht er sogar keine harschen Kanten und lässt den unteren Blush bzw. den unteren Lidschatten auch da, wo er sein soll. Ich trage ihn mir wirklich bis nach oben hin auf. So. Auch noch ein bisschen über die Nase, damit es ein bisschen glänzt und dass das alles eine Einheit ergibt. So. Das kann doch schon mal was. Gehe vorsichtig noch einmal in den Ton, in den orange-gelben rein. Verbinde mir das ein wenig. Setze es nochmal über die Nase. Und dann hätten wir schon mal den Wangenbereich und einen Teil der Nase geschaffen. Die Nase umrande ich jetzt mit Schwarz. Ich schaue gerade, ich habe verschiedene Varianten. Man hat einmal den ganz normalen Kajal. Dadurch wird die Kante nicht so hart. Dann habe ich noch einen Eyeliner. Das ist übrigens vollkommen egal. Ich habe sie jetzt nicht extra für euch sauber gemacht. Das ist der von der Rollerliner. Der mit einer Pinselspitze. Ne, eine Filzspitze ist das, glaube ich. Man kann aber auch einen, ich glaube, ich habe ihn jetzt nicht mitgebracht, einen Dip-Eyeliner nehmen. Also es ist im Prinzip ganz, ganz egal. Hauptsache, man nimmt einen schwarzen Konturenstift, Eyelinerstift. Vermutlich ist es sogar noch besser, wenn man erstmal eine grobe Kante mit einem so einem aufträgt. Und ich umrande jetzt einfach mal meine Nase. So, damit ihr auch das seht, halte ich mal. Nee, der Spiegel muss da. So, jetzt aber. Seht ihr was? Voll am Zittern. Man macht das ja nicht so häufig vor der Kamera. So. Aber die Form ist erstmal geschaffen. Ich suche mir jetzt mal so einen Smudger bzw. einfach einen kleinen Pinsel und smudge das so ein bisschen, verreibe das, sodass das keine harte Kante wird. Das kann man dann auch am besten mit einem Pinsel oder mit so einem Teil machen, was öfter mal an einem Eyeliner dran ist. So hat man direkt. Man kann es auch immer wieder nachtragen, wenn zum Beispiel jetzt an der Stelle, ups, Glas mit Stiftdeckel gefunden. Wenn das Schwarze nicht mehr, wenn man sich das zu schnell weggeblendet hat. So. Das ist schon mal der erste Teil der Nase. Und dann mache ich mir auf die Nase. Jetzt mit einem Eyeliner. Übrigens, da war der Dip-Eyeliner. Der sieht nur genauso dünn aus. Der hat nämlich eine recht harte Spitze und ist zum Dippen. Geeigneter ist wirklich so ein Filzdip oder so ein Filz-Eyeliner, da man ja immer wieder diese Striche malen muss. Super. Jetzt mache ich mir da einfach wie so kleine... Obwohl, ich kann nicht mehr... Ich blende ihn mir noch mal ein bisschen weiter aus. Ich habe nämlich keine graue. Ich habe eine ganz uralte Palette mir geholt. Das war der Spiegel übrigens. Das ist die New Trails Worthless Neutrals Palette von Make-Up Revolution. Urmelalt. Aber die hat so einen wirklich wunderschönen grauen Ton drin. So Morphgrau. Und der sieht ganz klasse aus für solche ja, Umrandungen oder für solche Sachen. Der wirkt nämlich nicht zu tot, wie ein grauer Ton wirken würde, sondern hat eher so Knochenunterton. Wie kann man das beschreiben?
Tot, aber nicht zu tot. Und den setze ich mir auch noch mal ein bisschen. Verblende ihn nach außen aus. Es muss alles nicht so genau sein. Das ist das Schöne an Halloween-Make-up. Es muss alles nicht so genau sein. Da hätte man übrigens auch für einen orangenen Ton mit reingehen können. Ich weiß aber, dass diese Töne nicht ganz so besonders gut halten auf meinem Gesicht. Die Palette ist auch nur mal schon mal ein paar Tacken älter. So, da hat man sich den nämlich schön verblendet. Und die Kanten wirken eher abgestumpfter. Anstatt jetzt einfach eine harte Linie drum zu machen. Und jetzt gehe ich nämlich den Eyeliner. Ich hoffe, ich habe einen. Aber ich habe einen guten erwischt, glaube ich. Da ich ja für meine Augen eigentlich keinen Eyeliner benutze, versauern die bei mir immer. Und ich weiß nie, ob ich jetzt auch einen guten erwischt habe oder nicht. Und male mir einfach Striche bzw. so Art Kreuze drüber. Um damit so ein bisschen dieses kaputte. Da ist irgendwas runtergefallen. Aufzumalen. Sowas Geflicktes. So heißt das, glaube ich. Und wenn die einem zu dick sind, kann man immer noch wirklich die Eyeliner tauschen, wenn man dann den Luxus hat von mehreren Eyelinern und dann einen anderen benutzen. Denn ich finde schon, dass die Kanten relativ dick geworden sind. Dann eher doch lieber einen mit Prinzessa-Spitze. So. So. Und jetzt gehe ich noch einfach einmal rüber und verbinde mir die Linie, aber ich nehme dafür nicht den, sondern nochmal den Kohlkajal. Und mache die Linie noch ein bisschen dunkler. Oh mein Gott. Also ich hoffe, ihr seht auch mein ganzes Make-up, beziehungsweise meine ganze, wie ich das so gemacht habe. Denn ich habe immer das Gefühl, dass ich schön brav den Spiegel vor die Kamera halte. So. Dann seht ihr die Make-up, die Striche, die leuchten ein wenig mehr. Man sieht aber auch noch den Rest. Jetzt gehe ich einfach nochmal in den Pinsel und mache eine Abstufung dahin zu einem dunkleren Orangeton. Damit man so ein bisschen Übergang hat. Und dippe auch nochmal in das Graue hinein. Von gerade. Und weil mir das einfach noch ein bisschen zu hell ist. So. Ich sollte vielleicht noch mal ein Stückchen mehr in die Kamera rücken. Und lass aber auch so ein bisschen das Orangene durch die Kanten flitzen. So. Das ist schon mal die Nase von einem Pumpkin oder von einer Vogelscheuche. Wenn man die in Orange haben möchte. Kann sich damit auch gut so ein bisschen Dreckflecken machen, so dass das alles nicht so ist. Ja, auch eine dreckige Vogelscheuche. Nase ist fertig. Jetzt nehme ich meine Lippen ab mit einem Make-up Remover Ding und gucke erstmal, wo die Wortseite auch trocken ist. Nass. Denn wir machen hier eine böse Scarecrow. Das heißt, ich schminke mir hier ein wenig eine Verdunklung hin. Mit einem Pinsel. Da gehe ich nämlich auch nochmal in das in den Mauve-Ton und setze mir ungefähr da, wo ich mein Lächeln hinhaben will, den Mauve-Ton hin. Muss auch wieder nicht so genau sein. Am besten natürlich an beiden Seiten einigermaßen gleich. Deswegen halte ich den Spiegel jetzt. Aber ist auch nicht Voraussetzung. Und gehe damit halt so lange rüber, bis mir die Tiefe und die Dunkelheit gefällt.
blende es ein bisschen in mein Blush nach oben. Und gehe nochmal in einen dunkleren Ton rein. Es ist wirklich egal, welche Palette. Ich greife jetzt gerade zu der Neutrals, wo es ist, Neutrals Palette, weil mir diese Töne eigentlich ganz gut gefallen. Ich glaube, die untere Seite, wo ich rein dippe, könnte eine Variante zu dieser Naked Palette 2 oder 3 sein, von den Farbtönen her. So. Das sind die groben Konturen, die ich gerne hätte. Und darauf zeichne ich mir zuerst wieder, wo haben wir den denn? Mit dem Kajal meine Lippen noch. Die werden nämlich schwarz und man braucht nicht immer einen schwarzen Lippenstift, sondern kann sich auch einfach hier diese Standard-Kajals, der ist zum Beispiel aus der Pastel Breathe von Rival Loves Me nehmen und sich da, ich halte mal den Spiegel nach da unten, erstmal die Lippen nachmalen. Das funktioniert nämlich genauso. Und irgendwer hat immer ein Kajal rumfliegen. So. Und jetzt machen wir den gleichen Trick wie gerade. Wir machen einfach solche Striche dahin. Ich nehme den Dip, obwohl wir können auch nochmal einen anderen nehmen. Ich habe nämlich auch noch viele andere Eyeliner. Das ist so ein Schüttel-Eyeliner von Ico. Black Magic Liquid Eyeliner Black Noir. Der hat auch wieder so eine Pinselspitze. Den nehmen wir jetzt einfach mal hierfür und zeichnen uns da kleine Xe ein. So, habt ihr das gesehen oder habe ich so gemacht? Vermutlich habe ich wieder so gemacht. Also, das sind die eingezeichneten Xe. Man kann das jetzt nochmal einmal drüber smudgen, damit man so ein bisschen mehr Verbindung macht. Und die nicht so extrem aufgemalt sind. Man könnte die natürlich auch noch highlighten und da eine andere Farbe mit reinbringen. Aber im Prinzip reicht das so. So, was machen wir jetzt noch?
Das wollte ich noch machen. Ein paar Freckles. Ich nehme dazu einfach einen Augenbrauenstift mit so drei Punkten plus einen orangenen Eyeliner. Es ist Eyeliner. Eyeliner, ne? Und mach mir erstmal orangene Freckles über das ganze Gesicht. Dann gehe ich eine Nummer tiefer. Den habe ich, glaube ich, nämlich auch noch hier liegen. In ein bisschen dunkleres Orange. Genau, der funktioniert nämlich besser. Und jetzt mache ich einfach mit dem hier auch nochmal so ein paar braune Punkte, Freckles. Ich meine, die Freckles sind jetzt nie so das Wahre geworden, muss ich mal zugeben. Besonders der dicke da. Den könnte man aber nochmal irgendwann mal ein bisschen... Ich nehme einfach Concealer und blende mir den mal ein bisschen weg. Der war nämlich ein bisschen sehr heftig an der Stelle. Jetzt sieht es aus wie Dreck, aber ist vielleicht besser als dieser dicke Freckle da vorne. Und so, wenn man sich jetzt noch irgendwie schick anzieht, passend... Nicht nur im Hoodie, sondern mit Jutesack drumherum so ein bisschen, also mit diesem Stoffsack, glaube ich, wird es ein ganz cooler Scarecrow Pumpkin Look. Könnte natürlich jetzt auch mal die Haare aufmachen. Und hätte sich aus einem normalen Tages-Make-up innerhalb von einer halben Stunde ein mega geiles, cooles Pumpkin-Make-up gemacht. So. Und kann damit rausgehen. Da sind die blonden Haare. Das ist mein schicker Pony. Den kann man sich natürlich dann auch doch so da reinziehen. Alter, ein Beauty. Aber passend zu Halloween, glaube ich, einen ganz coolen Look geschminkt. Mit einfachen Sachen. Mit das, was fast jeder in seinem Schminktisch hat. So. Was sagt ihr dazu? Es ist ein cooler Look. Kann man den sich mal machen? Wenn man sich dann nämlich so noch so eine Halskrause macht. Das ist mein erster Halloween-Look aus einem ganz normalen, stinknormalen Alltags-Make-up. Wenn man nämlich nicht den ganzen Tag so rumlaufen möchte, ist es eine ganz gute Alternative. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt für Halloween-Looks, die einfach umzusetzen sind, die jeder kann, aber man vielleicht auch noch mal irgendwo eine Inspiration braucht, wie man die umsetzen könnte, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, vielleicht bei einem weiteren Halloween-Look, vielleicht auch im Live oder bei Project Panning oder First Impressions oder anderen Lidschattensachen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Pumpkin Scarecrow. Scarecrow. Rah. Tschüss.